Crew Zimbe, die wohl gehypteste Jahrzeit des Tages. Wenn vier Spasten wieder ein Projekt auferlegen, das von vorne bis hinten nicht durchgeplant ist, dann wird es Zeit für diese Jahreszeit im Jahr. Es ist wieder Crew. Zimba, verdammt nochmal, diese Kotze geht endlich los, Mann. Hallo Jungs. Hallo, wie geht's euch da draußen? Diesen geilen Pickel, Alter. Ich bereite mich gerade auf den Crew Zimba vor. Liebe das, ist einfach meine Passion. Ich mag dich immer weniger. Wir bedanken uns für eure Gebühren. Weiß nicht, eigentlich nur so ein bisschen Klicks abzusahnen, also bei mir läuft's halt echt gar nicht mehr. Alter, also wenn ich zum Beispiel einen Crew Zimba Marathon machen würde, Alter, instant 30 IQ-Punkte minus. Wo befinden wir uns gerade? Soll ich dir jetzt was sagen? Was machst du hier? Ich produziere vor. Ich lebe einfach mein Leben, lass mich bitte. Ich will nicht gefilmt werden, bitte. Im Flur. Nicht ganz richtig. Für alle Instagram-Models. Absolut heterosexuell. Das ist viel Arbeit. Was bedeutet Crew Zimba für dich? Der Typ ist ein richtiger Spast. Wo befinden wir uns gerade? Was sagst du zum Crew Zimba? Wegen euch. Ihr dreht die ganze Zeit in meinem Wohnzimmer. Also befinden wir uns im Flur. Bei mir ist es die pure Leidenschaft zur Musik. 18 Folgen schätzen hintereinander. Wir befinden uns im Crew Zimba. Danke dir. Aus dem Worldwide Wohnzimmer. Soll ich jetzt was erzählen? Dem wäre es doch mega unschuldig, wenn plötzlich auf unerklärliche Weise sein Auto nicht mehr da wäre. Gucken wir doch einfach mal aus, was ist. Neben der Besenkammer. Das ist ganz, ganz armes Deutsch. Macht Bock. Verrückt. Und dass das genauso hässlich wie Tim ist. Also das ist die Art von Content, das ist einfach ein schwarzes Loch der Intellektualität. Gut, wenn das der Fall ist, dass der Crew Zimba jetzt losgeht, dann verpisst euch doch einfach.